What's up, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten MB2-Video auf meinem Kanal. Es soll heute um ein Feature gehen, das viele Leute lieben und einfach mit COD im Einklang ist, und zwar ist das der Prestige-Modus. Und ich will heute so gut es geht die Frage klären, ob wir im neuen MB2 2022 den Prestige-Modus wiedererleben werden. In den älteren Call of Duty-Titeln war der Prestige-Modus immer eine Sache, die uns dazu angeregt hat, so viel wie möglich zu spielen und uns auf jedes Double-EP-Wochenende zu freuen. In den letzten COD-Titeln wurden aber leider meiner Meinung nach Systeme eingeführt, die das Ganze eher schlechter als besser gemacht haben. Beispielsweise war es in Cold War so, dass wir jedes Mal, wenn eine neue Saison beendet wurde, auch das Level beendet wurde und wir immer wieder von Null angefangen haben. Es gab also kein richtiges Grind-System, wo man wirklich bis Level 1000 Prestige-Master leveln konnte. Mittlerweile fühlt es sich einfach wie Zeitverschwendung an, wenn man wirklich die ganzen Levels ausgrindet, auch jetzt hier in Vanguard. Es ist halt einfach so extrem verknüpft mit Warzone, dass bei jedem Season-Wechsel alles wieder resettet wird und man wieder von Null anfängt. Haut mir jetzt schon mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, welches System ihr bevorzugt. Findet ihr es wirklich geil, jedes Mal wieder resettet zu werden, jedes Mal, wenn eine neue Saison beginnt? Oder vermisst ihr einfach das klassische Prestige-System von damals, wo man einfach gegrindet hat, was das Zeug hält, um das höchste Level zu erreichen, das jemals existiert? Kommen wir jetzt mal zu der Frage, wie es denn in MW2 aussehen wird oder was ich vermute oder die Community vermutet, wie es aussehen wird. Einige sehr, sehr aufmerksame Leute haben nämlich auf der Steam-Seite von MW2 etwas sehr Interessantes gefunden, und zwar wurde hier erstmals offiziell überhaupt das Wort Prestige genannt in Verbindung mit MW2. Es ist hier nämlich die Rede von dem Race to Prestige, also das Rennen zum Prestige, und dadurch verbunden natürlich das Leveln von den Waffen. Und da könnte man natürlich jetzt denken, dass das hier eine offizielle Bestätigung ist, dass wir nochmal einen Prestige-Modus bekommen, so wie wir ihn wollen. Einen Oldschool-Prestige-Modus, wie ich eben schon gesagt habe, das Leveln ohne Ende. Wenn wir jetzt aber in der Zeit zurückgehen und uns alte Werbeartikel von anderen CODs anschauen, zum Beispiel jetzt von Black Ops Cold War, sehen wir, dass hier der Name Prestige wirklich so oft verwendet wurde. Schaut euch das mal an hier, fast in jedem Satz steht hier Prestige. Und wie am Anfang schon gesagt, ist das System in Cold War natürlich so gar nicht wie das alte Prestige-System, also es war so ein bisschen Fake, was hier gestanden hat. Und das ist dann auch schon ein krasser Dämpfer, wenn wir hier davon ausgehen, dass wir hier, weil wir hier auf der Steam-Seite Prestige lesen, dass dann auch damit das Prestige gemeint ist, das wir alle wollen, aber dann hier auf Cold War schauen und hier sehen, dass das überhaupt nicht das Prestige war, das wir alle wollen. Ich für meinen Teil gehe mit meinen Hoffnungen da ganz, ganz klein ran. Es ist leider so, dass es immer eher wahrscheinlicher ist, dass sich gar nichts ändert, als dass sich etwas ändert. Die einzige Hoffnung, die ich aber noch habe, ist, dass sich genügend Spieler in den letzten Jahren darüber aufgeregt haben, vor allem auch große YouTuber, Pro-COD-Spieler und so weiter, die auch dieses alte Prestige-Feeling wieder haben wollen. Am Wochenende mit den ganzen Boys Double-EP-Grinden. So gute Zeiten, Jungs. Und daneben gibt es ja auch noch die zweite Hoffnung, dass sich das Ganze ändert, weil natürlich Warzone einen zweiten Teil bekommt und das jetzige Level-System sehr, sehr stark von den Seasons in diesem Warzone abhängt und man deswegen auch nichts mehr daran geändert hat, weil das halt eben so stark verknüpft war. Wenn dann aber Warzone 2 rauskommt, ist natürlich auch die Möglichkeit da, dann auch alles nochmal zu ändern, das System von Grund auf zu erneuern und den Multiplayer und die Warzone-Seasons ein bisschen voneinander zu splitten, um dann auch endlich mal wieder ein geiles Prestige-System reinzubringen. Ey Jungs, ihr merkt es in dem ganzen Video schon, ich freue mich so darauf, wenn wir so etwas mal wieder bekommen. Es ist einfach das A und O, einen richtigen Anreiz zu bekommen, so viel zu grinden, wie es geht. Und wenn man immer wieder resettet wird, dann ist es einfach, ja, Digga, dann braucht man auch nicht zu leveln. Alles in allem kann man sagen, dass wir dringend eine Änderung brauchen. So ist auf jeden Fall meine Meinung und auch die Community scheint diese Meinung zu teilen, wenn ich so online lese. Ja, Freunde, falls euch das heutige Video gefallen hat, ihr vielleicht meine Meinung teilt oder auch eine andere Meinung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Nächste Woche, Freunde, wird es richtig rund gehen, denn da ist die Call of Duty Next Veranstaltung. Dort werden wir dann umfangreiche Trailer zu MW2 bekommen, vor allem auch zum Multiplayer-Gameplay, das, was wir natürlich alle sehen wollen. Und wenn diese ganzen Sachen rauskommen, bin ich natürlich hier die Anlaufstelle für die ganzen News. Ich werde es so gut wie möglich, alles so schnell wie möglich hier rausballern, dass ihr immer up-to-date seid. Und dann wäre es das auch von mir gewesen für heute. Und dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde, und bis zum nächsten Part.